Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, der inzwischen siebten Folge der leichten Zoom-Go-Probleme. Aber bevor wir wie üblich ans Eingemachte gehen mit den Problemen und deren Lösungen, wollte ich mal ein paar Fragen loswerden, die ihr mir gerne in den Kommentaren beantworten könnt. Ich habe festgestellt, dass die Zoom-Go-Videos doch immer weniger Klicks bekommen. Und das ist ja das Einzige, was zählt auf YouTube. Und da wollte ich mal fragen, ob ihr kaum Interesse an Zumugos habt. Klar, die Leute, die das Video jetzt sehen, haben wahrscheinlich Interesse dran. Aber dann eben vielleicht auch, wie ich die Videos ja, strukturieren soll, sag ich mal. Ich habe ja jetzt bis jetzt einmal die Woche Videos hochgeladen von jeder Kategorie, also leicht, mittel und schwierig. Und das ist vielleicht schon ein Grund, warum die so wenig kriegen, weil es immer auf ja, vielleicht ein Drittel der Zuschauerschaft eben gemünzt ist. Und die erste Frage wäre, ob ich die Videos weiter so getrennt machen sollte, nach Schwierigkeitsgrad oder vielleicht eher ein Mix, wie bei dem ersten Einführungsvideo, wo ich halt, glaube, zwei leichte, zwei mittlere und zwei schwierige Probleme vorgestellt habe. Das andere wäre, ob es vielleicht auch reicht, wenn ich die weniger regelmäßig, also nicht einmal die Woche jeweils ein Video, also insgesamt drei Videos zu den Zoom-Gos mache, sondern immer mal wieder, wenn ich über interessante Probleme stolpere oder welcher Rhythmus euch da ja, am ehesten abholen würde. Das, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr mir da ein paar Hinweise zu in den Kommentaren geben könnt. Und ja, jetzt legen wir dann aber wirklich mit den Problemen los. Bei den drei Problemen, die ich hier aufgebaut habe, ist jeweils schwarz am Zug und soll die weißen Gruppen töten. Das erste Problem hier links oben sieht man ja, wenn weiß hier auf F16 spielt, hätte er hier ein Auge. Und das würde dann mit dem, was er hier oben hat, auf jeden Fall zu zweien reichen. Wenn schwarz das gleich mal verhindert, sodass das unecht wird hier. Dann, ja, wenn Weiß dann irgendwie hier spielt, dann kann Schwarz immer noch da reingehen und auf der anderen Seite das Gleiche. Aber Weiß kann ja eben selber hier hingehen und jetzt hat er hier ein Auge sicher und das andere ist eben ein Mi-Ei, also entweder oder er macht es auf F19 oder auf D19 sein zweites Auge mit eben dem Zug hier oder auf C19 auf der anderen Seite. Das ist also nicht die richtige Lösung. Wenn das jetzt andersrum versucht, der Schwarze und erstmal hier spielt, dann ist im Prinzip analog, wenn Weiß dann dieses Auge macht und Schwarz dieses hier dann kaputt macht, ist auch gleichzeitig hier alles kaputt. Dann wäre die weiße Gruppe also tot. Das will Weiß ja nicht. Wenn er hier aber blockt, dann kann Schwarz wieder hier spielen und jetzt reicht es hier nicht mehr für zwei Augen, weil jetzt hat er auf einen Zug hier schon unnötigerweise geantwortet. Und ja, auch so rum reicht es nicht. Aber Weiß kann jetzt eben hier spielen und hat jetzt eben das Mi-Ei, also ein Auge hier sicher und das Mi-Ei besteht jetzt darin, entweder hier sein Auge sicher zu machen, wenn Schwarz das verhindert. Geht Weiß dorthin und macht hier sein zweites Auge und andersrum. Und hier im Prinzip das gleiche in Grün. Na, wieder das Mi-Ei hier sein zweites oder hier sein zweites Auge zu machen. Aber Schwarz kann jetzt vielleicht auch hier hingehen. Und das ist schon ein fieser Zug, weil jetzt wird das hier noch maximal ein Auge, aber Weiß hat ja zum Glück noch diesen Zug hier, womit er das Auge sicher macht. Nur jetzt kann Schwarz eben hier spielen und Weiß kann hier nicht trennen, weil Atari. Also selbst Atari. Und wenn er irgendwas anderes macht, bindet Schwarz dort eben an und bindet nochmal an und die Gruppe ist tot. Ja, dann hier rechts oben ist Schwarz am Zug. Ja, hier hat Weiß schon so eine Ecke, die ziemlich nach einem Auge aussieht. Wenn Schwarz da irgendwie hochstreckt, dann bindet Weiß ja einfach an und ja, hier passiert jetzt nichts weiter. So einfach geht es also nicht. Aber man hat ja vielleicht diesen schönen Klemmzug hier. Und ja, wenn Weiß jetzt hier hingeht, dann könnte Schwarz Atari geben und Weiß kann das nicht decken. Das wäre also schon mal nicht so schön.
Schwarz hat auch noch einen anderen Zug, das ist dieser hier, der gleichzeitig diese Steine auf Atari alle setzt und auch diese zwei Steine auf Atari setzt. Und wenn Weiß hier schlägt, ist das eine Mausefalle, kann Schwarz also sofort zurückschlagen. Also sieht der Zug schon mal sehr gut aus hier, aber Weiß kann selber hier spielen, um das eben zu verhindern. Und wenn Schwarz jetzt hier innen eine Freiheit nimmt, klar, dann kann Weiß nicht hier hingehen, weil dann würde er gefangen. Aber er kann hier hingehen oder hier hingehen, was in diesem Fall keinen Unterschied macht. Wenn Schwarz dann schlägt, dann ist es ein Seki, weil jetzt keiner mehr den Punkt R18 nehmen kann, ohne sich selbst auf Atari zu setzen und dort geschlagen zu werden. Und ja, damit lebt die weiße Gruppe. Was hat Schwarze noch für Möglichkeiten? Natürlich diesen Zug hier. Hier kommt es dann aufs Gleiche raus, als hätte man erst S18 gespielt und Weiß dann den Fehler R18 gespielt. Aber hier mit der erzwungenen Reihenfolge eben erst hier spielen, hier, hier. Und jetzt ja, ist das hier eine Mausefalle, das hatten wir ja gerade. Und wenn er hier schlägt, dann werden einfach die zwei Steine gefangen und die weiße Gruppe ist tot. Jo, das zu diesem Problem. Dann kommen wir mal zum Problem rechts unten. Das ist schon, ja, vielleicht kniffliger. Zumindest habe ich da auch beim ersten Versuch, ich will nicht sagen, nicht die richtige Lösung gefunden, aber nicht die Lösung, die hier gewünscht war. Dazu kommen wir später. Also was hat Schwarz hier erstmal für plumpe Optionen? Das ist einmal natürlich der hier. Dann geht Weiß hier hin. Und wenn Schwarz jetzt, ja, sagen wir mal, hier spielt, dann muss Weiß nur aufpassen, dass er eben nicht den macht, weil dann kann Schwarz hier rausziehen. Und das hier ist kein echtes Auge auf B2. Wenn die Freiheiten weg sind, müsste er da decken. Aber Weiß hat jetzt die Möglichkeit, hier zu spielen. Und ja, jetzt ist das eben zumindest schon mal ein Coup. Und damit wäre die Gruppe nicht komplett tot. Andere, noch falschere Idee wäre, den zu spielen. Weil dann ja, kommen die Steine hier nicht mehr raus. Mindestens ein Auge, also sagen wir mal, er spielt Q1 nicht. Dann ist das hier ein Auge und hier ist halt das zweite auf O1. Und die Gruppe wäre lebendig. Aber wir haben ja eben schon gesehen, dass hier Q1 ein lästiger Zug ist. Und eben war es nach R1 ein Co, aber jetzt kann Schwarz hier einfach hier schlagen und das ist kein Coup. Und wenn er jetzt hier Atari gibt, ja, dann deckt Schwarz einfach und auf das Schlagen hier geht er dann wieder rein. Und da hier dieser eine Stein steht, kommt Weiß auch nicht wirklich vernünftig hier raus. Also da gibt es kein zweites Auge mehr. Und das ist auch schon die richtige Lösung. Wenn Weiß hier irgendwas anderes versucht, also der hier funktioniert nicht wegen dem natürlich. Dann ist P2 ein unechtes Auge. Und dieses Co hier ja, ist im Prinzip das gleiche Problem. Hier wird kein echtes Auge mehr entstehen. Das ist also die korrekte Lösung. Einfach mal Q1 spielen. Was ich gefunden habe, ist dieser Zug hier. Den kann Weiß natürlich einfach abschneiden hier. Was auch passiert, was man hier auch macht, das werden hier keine zwei Augen, aber man muss also den einen Stein hier mitnehmen. So, und jetzt kann man hier spielen und das wird auch kein Ko, weil wenn er jetzt hier spielt, schlägt man eben mit zwei Steinen den einen Stein. Weiß kann sofort zurückschlagen. Weiß muss auch zurückschlagen. Wenn er hier spielen würde, würden die vier gefangen. Also Weiß schlägt zurück, Schwarz schlägt wieder und ja, jetzt gibt es hier keine Möglichkeit mehr zu verhindern, dass das eben eine schöne Vierer-Nakarde wird. Und die Gruppe ist tot. Und der Zug ist mir halt irgendwie
als erstes ins Auge gesprungen, obwohl Q1 natürlich eigentlich einfacher zu finden ist. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich irgendwann mal früher Probleme so gelöst habe wie dieses, was hier steht. Ja, das habe ich jetzt selbst gebastelt, also ich hoffe, es hat keine fatalen Fehler. Hier, wenn Schwarz jetzt zum Beispiel sowas spielt, dann kann Weiß eben hier spielen und das wäre ein Ko, weil so und wenn er deckt, dann ist das zwar eine Fünferner-Karte, aber jetzt kann Weiß hier bis in die Ecke hüpfen und in der Ecke gibt es dann für Weiß das zweite Auge, also so. Das ist halt auch ein Auge hier. Und das kann man nicht verhindern. Aber wenn Schwarz eben hier spielt, dann muss Weiß, um irgendwie genug Augenraum zu bekommen, eben hier spielen, hier spielen, hier spielen. Und jetzt kann Schwarz hier schneiden. Von der anderen Seite kann Weiß ja keine Atari geben, weil er nur keine Außenfreiheiten da hat. Und wenn er hier spielt, ist das gleiche Problem. Er kommt dann auch auf diese Seite nicht ran und irgendwann kommt Schwarz aber von der Seite und holt diese Steine ab und danach sind die natürlich auch tot. Und Weiß hat aber eventuell eben hier diese schlaue Möglichkeit, könnte man meinen. Nur dann schlägt Schwarz genau wie hier. Das ist wieder ein Atari, muss zurückgeschlagen werden. Weiß schlägt wieder zurück und jetzt kann, ja, Weiß schon auf keiner Seite mehr Atari geben. Ja, eben weil ich dieses Muster irgendwie im Kopf habe oder hatte, immer wenn hier so ein Platz auf der ersten Reihe ist und nach außen im Prinzip auf der dritten Reihe ein paar Steine stehen, dann kommt mir dieser Zug irgendwie als erstes in den Sinn. Und das, ja, hat mich dann zu dieser alternativen Lösung geführt hier. Also das Buch oder das Programm gibt Q1 auf jeden Fall als richtige Lösung an. Und hat N1 irgendwie gar nicht erwähnt. Finde ich ja auch ein bisschen traurig. Gut, ich hoffe, die Probleme haben euch gefallen. Sie waren ja schon aufsteigend etwas schwieriger hier. Ich denke, das hier sollte man vielleicht als 10Q schon lösen können. Dieses hier, ja, so im Bereich 5 bis 10Q, denke ich, kann man da auch gut drauf kommen. Und dieses hier, ja, hat so ein paar verwirrende Aspekte, die mich ja auch getroffen haben. Aber ja, ich denke, im 5Q-Bereich ist das auch gut lösbar. Und das hier, wie gesagt, nur so zum Spaß. Spaß hat es euch hoffentlich gemacht. Falls ja, dann lasst mir einen Daumen hoch da und ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.